Ja, moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Line Um Sie 2. Heute das letzte Mal in Urlaubsvertretung, weil der Andi ja ab nächster Woche wieder da ist. Juhu! Und heute noch mit dem Carsten! Hallo! Und da wir jetzt so ziemlich alles auf Velbert schon gesehen haben, ja, fahren wir jetzt Hamburg, die 109. Genau, weil die kann man ja dann so nur die eine Linie machen, dann könnt ihr dann nächste Woche schön dann weitermachen. Genau. Und weil das hier Hochbahn ist und die Innovationslinie 109, fahre ich heute einen Hybrid Solaris, der ja momentan bei der Hochbahn im Test ist. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, unsere LED-Matrix zu installieren. Das wäre natürlich noch cooler gewesen. Ja, hast du nicht geschafft? Aber habe ich nicht mehr geschafft. Ja. Ja, wir haben uns jetzt relativ kurzfristig für Hamburg entschieden, weil ich gemoppert habe. Ja, du, jetzt hast du dich aber selbst verraten, ne? Also ja, ich wollte halt wirklich nicht mehr Fairbank fahren, weil ich halt Singleplayer-mäßig schon jetzt öfter gefahren bin. Und ja, wir haben da wirklich schon alles gezeigt, was da zu sehen gibt. So. So. Hybridtechnisch geht's los. Leise, ja, ne? Ich habe natürlich erstmal hier mit diesem ZEV-Schalter, den ich gerade noch umgelegt habe vor dem Video, ihn noch schön abgewürgt, dass er auch den Motor anmacht, sondern wir fahren jetzt erstmal die ganze Elektroladung leer. Ne, hier. Da. Haben wir vollgeladen fast. Drei Viertel. Über drei Viertel. Die fahren wir jetzt erstmal bis ein halb hier leer und dann oder ein Viertel leer und dann springt der Motor schon von alleine an. Wir fahren so viel elektrisch, wie es geht. Ist das denn in der Realität auch so? Den Schalter gibt's. Ja, ja, den Schalter gibt's, aber dass er dann, Achso, ja, wenn es den Schalter gibt, dann gibt's den Rest ja auch. Na gut. Oder? So, ich hab nichts gesagt. Tagfahrlicht reicht, ne? Da, Tagfahrlicht. Ja, ja, ja. Blinker ist auch an, schön. Blinker habe ich auch an. Hast du dich ja letztens, boah, war das beim Chicoten, hast du dich ja beschwert, ja, kein Tagfahrlicht. Das heißt, du musst Abblendlicht anmachen. Aber ich habe ja Tagfahrtlicht, dann kann ich ja das hier. Genau. Ne? Ja, dann lässt du das jetzt erstmal so, ne? Also schockierende Nachricht, ne? Okay. Ich hatte ja nicht mal Hamburg installiert hier auf dem PC. Ja, das war sehr schockierend. Habe ich auch das überhaupt nicht beste verstanden, ever warum. Hat er nicht installiert. Ja, das weiß ich auch nicht. Kann ich irgendwie nie nachvollziehen. Nee, ich auch nicht. Nee. Ich hab grün, habe ich gesagt. Das ist grün? Ja. Ja, dann fahr doch, wenn du grün hast. Ich tu doch. Tu ich doch, ey. Weißt du. Tust du tun? Tu ich tun, ey. Weiß ich. Ja, du musst aber schon gucken, dass du nicht an die Kante kommst. Ja, das war dein Lenkrad. Ach, das Lenkrad hat einfach da. Das hat ja kein Force-Feedback, das Lenkrad, ne? Alter Schwede, wie fährst du denn? Will ich mir das jetzt nur ein oder fährst du so schnell? Ich bin schneller gefahren, ja. Ah, okay. Aber ich habe sogar Ansagen, Hindenburgstraße. Ja, wäre schlecht, wenn du die nicht hättest, oder? So. Ist so kalt hier drin. Oh, hoppa da. Wir fahren ja bei realem Wetter. Ja, minus 3 Grad oder so. 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 Heizung an. Also hier in meinem Wohngebiet sind minus 4. Autsch, ey. Das ist auch echt arschkalt. Hamburg, minus 5. Wolkenlos. Ja, wolkenlos ist das. Ja. Ja gut, bei mir sieht man ja sowieso selten richtig Wolken. Ja? Warum? Ja, ich habe ja da dieses Dingens da nicht installiert. Ach so. Mein SkyMod. Ja, genau. Ich habe die SkyMod aber auch nicht installiert. Auch nicht. Hey. Dieses Lenkrad. Macht mich fertig. Guck dir das an. Oh, Pluto. Aha, Pluto. Ach, das ist wieder dieses eine, was du da hast. Genau. Dieses mit der Feder in der Mitte. Ah, cool. Hui. Ja, kann man ja mal machen. Ja. Nicht viel, aber mal. So. Ey, Typ, was fährt der denn von rechts? Der hat rot. Der ist über rot gefahren? Taxi, ist ey. Gar keine Ampel. Übrigens konnte man da nach draußen schauen. Mhm. Habe ich auch gerade gesehen. Das ist mir ja vorher noch nie aufgefallen. Nee. Nee. So ein
Gladbeck-Phänomen. Ja. In Hamburg. Schön, ne? Witzig. Ja, finde ich aber nicht gut. Du? Oh. So. Sieht gefährlich aus, was du da machst. Ach, jetzt fährt er ohne Lenkrad. Jetzt fährst du hier mit der Taste Maus oder was? Ich habe jetzt gerade mal auf Maussteuerung umgeschaltet. Das geht mir auf den Sack mit dem Lenkrad. Das kannst du? Eher schlechter als recht. Okay, ich fahre wieder Lenkrad. Also ich fahre wieder Lenkrad. Jetzt habe ich die Leute da stehen lassen, ne? Ja, jetzt hast du die da stehen lassen. Aber ich würde die auch da stehen lassen jetzt. Ja, jetzt haben sie Pech gehabt. Wollten da welche raus, ja? Ah, guck mal, der Money. Wer ist Money? Da vorne ist Money. Ja, du warst auch Money. Ja, wir sind beide Money. Ja, ich bin nicht Money. Ich habe Money ausgeschaltet. Ach, du hast Money ausgeschaltet. Der Feine hat Money ausgeschaltet. Mhm. So, Terminator. Lässt du die einfach mitten auf der Kreuzung raus, oder was? Ja, die wollten raus. Du bleibst stehen, Kollege. Ich bin ein Hybridbus, ja? Das ist Hochbahn, die neue Technik der Hochbahn. Die rammt man nicht. Ach so, aber darf man die Leute ruhig auf der Kreuzung rauslassen? Ja, klar. Na, ob ich das gut finden soll, finde. Also, tu. Oder so. Weiß ich nicht. Gut finden soll, tu hier so, nee, Dings. Genau, Bums. Dings der Bums da. Ah, ist schon wieder so spät, weißt du? Mhm. Stimmt. Ja, muss mich ja dann konzentrieren gleich und ein bisschen schonen jetzt auf für die Rückfahrt, ne? Ein bisschen schonen, du musst ja auch noch fahren. Ja. So, Mirko, genau. Willst du mit? Ja, will er tatsächlich. Mahlzeit. Der meint, nee, hier lang ist ja auch mal schön Zeit, ne? Ja. Die kommen so langsam zum Bus geschlendert. Ja, ja, ich hab ja Zeit, ne? Ich hab ja Zeit. Dann merken die gar nicht, dass die den Busfahrer aufhalten. Ja, echt. Und die ganzen anderen Leute, die da drin sitzen. Mhm. Finde ich auch nicht gut von denen, echt nicht. Oh, Ampel ist rot. Jetzt ist sie fast... Ich fahre doch nicht das erwischt. Kind um, aber... Also ich muss sagen, ich habe heute auf der Rückfahrt, ja, da bin ich ein bisschen schnell gewesen, beziehungsweise habe den Fußgänger, war auch sehr dunkel gekleidet und bin dann beim Abbiegen und da musste ich ganz scharf bremsen, weil der dann da über die Straße lief. Nicht gut. Nee, ist nicht gut. Nee. Du möchtest ja keinen Unfall bauen. Nee, und schon gar nicht in Menschen umfahren. Nee. Da war ich erschrocken. Ein etwas längerer Nachladung. Ja klar, natürlich, bis in so einem Moment bist du ja erschrocken. Und dann sagst du, da war einer. Genau so, in der Art war das. Ja. Klatsch. Klatsch. Ja, Tach. Fährst du jetzt mit Tastatur? Ja, ich wollte es gerade sagen. Für die, die es gemerkt haben, ich fahre gerade mit Tastatur. Ja, ich höre das so ein bisschen, weißt du? Oh, ich habe Pause gedrückt. Ja, ich denke mal, die Leute werden es auch hören. Ja, das glaube ich auch. Die sind ja nicht dumm. Aber ich bin sehr lange um die Tastatur gefahren, dass ich den erstmal mitnehme. Oh. Voila! Nee, was ich meine, ja, ich bin lange genug um die Tastatur gefahren, dass das jetzt besser wird als dieses Rumgespacke mit dem Lenkrad. Weil wenn das nicht geht mit dem Lenkrad, ist das natürlich scheiße, ne? Ja, da musst du dir jetzt auch eine Lösung überlegen, wa? Ja, muss ich mir eine Lösung überlegen. So mal bei eBay zuschlagen oder so. Ja, was Billiges mal schön im Angebot ist, ja. Guck ich ja, mal. Oder so. Einfach die Aufnahmen so timen, dass ich die nicht hier an dem Rechner machen muss. Oder so, ja. Das ginge auch. Oder du kaufst einfach mein Lenkrad für, lass mich mal eben überlegen, 300 Euro. Ja, natürlich. Man kriegt neue Driving Force GTs, die billiger sind, Carsten. Du wolltest mal nett sein zu mir, dann kann ich mir ein neues holen. Ja, dann kannst du dir das neue G29 holen, aber ja, 300 genau. Euro ist doch schon ein bisschen happig. Ach, Quatsch. Ja, ich habe mir auf jeden Fall überlegt, ich werde mir keins kaufen. Es sei denn, dir fallen natürlich irgendwann mal 300 Euro in die Hände. Ja, die fallen mir ja jeden Monat am 15. in die Hände, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist es mir das im Moment nicht wert. Ja, klar. Zum Beispiel Fokus, du hast ja auch
du hast ja an sich ein vernünftiges Lenkrad. Ne? Ja, richtig. Fokus jetzt für deinen YouTube-Kanal wäre vielleicht sogar wirklich ein Mikrofon. Ja, das wäre tatsächlich eine sehr, sehr interessante Option, ja. Ein sehr interessantes Thema. Da werde ich mit Sicherheit auch demnächst nochmal auf... Da werde ich mir 3 Meinungen einholen. Und dann hinterher weiß ich gar nichts mehr. Ja, wenn du Josh und Andy fragst, die haben exakt das gleiche Setup. Steinberg und Rode NT1A. Und ich benutze Steinberg und Rode NT1. Also, im Prinzip haben wir alle 3 das gleiche Setup. Was ist denn Steinberg? Steinberg ist das Interface. Das Dings. Also wenn das du... braucht man. Ja, das brauchst du, sonst du kannst ja so ein fettes XLR-Kabel kannst ja nicht in den PC stecken. Du musst das ja noch irgendwie zu USB konvertieren. Was du oft finden wirst, wenn du nach einem Rode, wie auch immer, guckst, ist das Behringer Interface. Das ist an sich okay, das hatte ich ja auch eine lange Zeit lang, ne? Bis eigentlich genau heute. Dann habe ich von meinem Arbeitskollegen Ned Steinberg abgekauft. Und der, das ist kein schlechtes Interface, ne? Keineswegs. Es bringt aber nicht so eine gute Klangqualität wie das zum Beispiel das Steinberg. Und das Problem ist, wenn man sich ein Rode-Mikrofon kauft, was ja nun mal schon, ne, so über 150 Euro ist, boah, dann möchte man das jetzt nicht mit so einem schlechteren Interface Bing kaputt machen. Also, so viel kostet das? Ja. Du kannst natürlich aber auch erstmal anfangen, wie ich hier als Zweitmikro mit SC440 USB. Das hat der Andi lange Jahre gehabt. Und ich benutze es ja jetzt auch als Zweitmikro und sogar professionelle Let's Player, also PeteSme zum Beispiel. Gut, professionell. Aber große Let's Player wie PeteSme zum Beispiel benutzen das auch noch zum Großteil, das T-Bone. Das ist auch eigentlich kein schlechtes Mikrofon. Aha. Was, wie heißt das? T-Bone. T-Bone SC440 USB. Hm. Ja, guck mal, SC440. Du kannst dir bei Thomann, kannst dir das mal anhören, da gibt's sogar Stimmproben dazu. Cool. Gibt's nicht bei Amazon. Nee, der ist ein Thomann-eigenes, glaube ich. Aber wie gesagt, bei Thomann kannst du bestellen, das ist wirklich ein guter Store, habe ich auch schon mehrfach bestellt. Wie? Da kann ich nicht hier Special Express Mega bei Amazon nehmen. Das du kannst so über deinen Amazon-Account, glaube ich, kaufen. Also, dass du dann keinen extra Thomann-Account brauchst. Na, ja, wir gucken mal. Du wirst mir das mit Sicherheit dann nochmal genauer erklären. Jetzt habe ich keine Zeit, das zu machen. Und keine Lust. Jetzt muss ich dir zugucken, wie du mit Tastatur fährst. Du bist ein bisschen schnell unterwegs, ne? Kann das sein? Wieso? Ich fahre nur 60. Ja, eben. Bitte. Mensch, beschwer dir nicht. Solange du heil ans Ziel ankommst. Haltestelle, dann abbiegen. Ja, solange ich heil ans Ziel komme. So, wo sind wir denn hier mit den Haltestellen? Die Streckbrücke. Mhm. Und wir haben hier. Oh. Die Siri-Straße, guck mal. Nicht weitergeschaltet. Nee, war ich ein bisschen im Verzug. Nicht gut, mal nicht gut. Nee, das is ist nicht. Das is ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, und rum. Und ich glaube, ich gebe dem Lenkrad nochmal einen Versuch. Echt jetzt? Ja. Ne, probier es nochmal. Ja, gut. Ist zwar ordentlich am Zuckeln, das bin übrigens nicht ich. Also ich habe keine unruhigen Hände. Nicht? Bist du nicht am Zittern? Hast du keine Entzugserscheinung oder so? Nee. Wovon soll ich denn Entzugserscheinungen haben? Höchstens von ETS, aber dafür, davon fangen meine Hände nicht an zu zittern. Den Andi hast du ja schon so lange nicht mehr gesehen. Ja. Gehört, gesehen, wie auch immer. Gehört. Oder ja, da freuen wir uns, ne, dass der Andi bald wieder da ist. Ja, der Andi ist bald wieder da. Ja, in unseren Reihen ist der Andi dann bald. Unseren wieder. Reihen, das war jetzt auch lange noch, dass der Typ weg war. Ja, schlimm sowas. Ja. Echt.
Hafestraße. Ich habe massivst Verfrühung, die müsste ich eigentlich abwarten. Nein. Okay. Musst du nicht. Carsten hat's gesagt. Ich fahr los. Ja, fahr mal los, bitte. Was ist los? Kommst du nicht weg? Ich finde das so faszinierend, wie leise sich so ein Hybrid in Bewegung setzt da. Ja, und du kriegst den auch gar nicht leer, ne? Wenn man sich die Anzeige da so anguckt. Doch, der geht leer. Ja, aber nicht so wirklich, ne? Oder? Doch, ah, guck mal. Doch. Er hat ja, schon okay. Ordentlich was verloren. Ja, ist okay. Der hat halt nur eine große Reichweite, ne? Mhm. Der Bus. Der Bus hat eine große Reichweite. Nur was halt bei Hybrid immer so krass ist, die sind halt nicht gerade umweltfreundlich in der Produktion, ne? Mhm. Habe ich mir sagen lassen. Der fährt hier rein. Du bleibst stehen. Nein, der fährt mir nicht rein. Das ist mir nicht reingefahren. Warum sind die denn nicht in der Produktion? So wegen den Batterien oder was meinst du jetzt? Ich glaube ja, wahrscheinlich wegen der Batterien. Ja, okay. Muss ja, gut, ja große wenn Batterien den haben. Den Strom ne? dann von der Kohlekraftwerk nimmst, dann ist das auch nicht. Ja, eben. Wenn du den Strom dann von einem Atom- oder Kohlekraftwerk nimmst, wurde dann. Die müssen ja aufgeladen werden, ne? Die Hochbahn hat ja auch so Dinger von Volvo im Konzept. Die fahren dann komplett elektrisch, glaube ich. Mhm. Mit einem Dieselmotor noch als Reichweitenverstärkung, aber die haben dann zum Beispiel hier oben auf dem Dach, haben die dann so eine Ladestation und dann fahren die einfach an der Endhaltestelle von der 109, fahren die einfach dann unter diese Ladestation, dann fahren da so aufladende Dinger runter und dann laden die wieder auf. Mhm. Cool. Das ist ja nicht schlecht, sowas. Das ist echt nicht schlecht, ne? Mhm. Ist nicht schlecht, ne? Das ist nicht schlecht. Ich finde, das ist nicht schlecht. Ich finde auch Hybrid an sich ganz cool, nur weiß halt nicht, ob sich das durchsetzt, ne? Ja, es ist halt nicht so eine Reichweite wie mit Diesel, ne? Mhm. Und gut. Du musst ja schon überall dann Ladestationen haben. Ja, eben. Aber gut, die basteln ja zum Beispiel jetzt zum Teil an wirklich rein elektrischen Dingern, die sich mit so einem Supercap Dingsmodul wieder selbst aufladen während der Fahrt, also als Reichweitenverlängerer. Da gibt es ja alle möglichen Technologien. Wer die mal sich mal angucken möchte, der fährt einfach auf der der fährt einfach im Real Life in Hamburg die Linie 109 immer hin und her, immer mit anderen Bussen. Dann habt ihr alle Konzepte mal durchgetestet. Da fährt das Konzept, was die mit Mercedes und Solaris zusammen entwickeln. Da fährt das Konzept, was die mit Volvo zusammen entwickeln. Also. Hat der ein Dynamo? Hat der Bus ein Dynamo, dass er sich dann selber auflädt? Wie genau die funktionieren, weiß ich nicht. Muss ich leider passen. Muss er passen? Muss ich passen. Naja, gut. Ausnahmsweise erlaube ich das mal. Ausnahmsweise? Oh, ist aber nett von dir. Mhm. Ich weiß. So, Böttcherstraße, Böttcher. Böttcher. Böttcherstraße. War die da schon? Da war sie doch schon. Ja, da ist sie doch. So, da war sie doch schon. Mensch, mhm. Carsten, da war sie doch schon. Ja, nee, die war doch schon da. Guck mal da. Passt auch nicht so ganz, ne? Konzeptfahrzeug von 2015 nee. Mit einem N1. Nicht so wirklich, ne? Nee, nicht so ganz. Ah, meine Nase juckt. Die Nase juckt. Hm? Dann kratzt sie doch. Sind wir doch gleich am Jungfernstieg, oder? Ja, Fontenier sind wir jetzt. Danach kommt Bahnhof Dammtor und dann sind wir schon, sind wir schon hier sagen. Stephansplatz. Ja, der Bahnhof Dammtor ist auch cool. Ne? Der ist für den Kaiser gebaut worden damals. Echt? Hm. Weil der Kaiser wollte nicht am Hauptbahnhof aussteigen. Weil der Hauptbahnhof ja unterirdisch ist. Und dann würde er ja wie eine Ratte von unten hinaufkriechen. Oh Gott. Und er wollte aber hinabsteigen. Echt jetzt? Ja, echt jetzt sollte es ein Unfall. Und echt jetzt irgendwie lädt er die Kachel. Ah, Gott sei Dank.
Echt jetzt? Irgendwie hat er mich gerammt, echt jetzt. Ja, echt jetzt. Oder du hast den gerannt. Nee, gerammt. Ich war ja, gerannt. Gerannt habe ich den. Gerannt hast du den. Ja, echt jetzt. Also so war das. Also gucke sich einer das Lenkrad an. Damit fahre ich, ja? Jetzt gerade hat sich's beruhigt. Funktioniert. Einigermaßen. Siehst du, reicht. Zack. Bumm und zu. Also die hatten sich alle beschwert, deswegen steigen die jetzt aus, oder was? Mhm. Weicheier. Echt? Ich hab den doch nur angestupst. Kleiner Rammer von der Seite. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die sich so anstellen. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, oder? Ja. Sag mal. Ma? Ma. Aber es ist gut so. Ja, ich glaube, wir schaffen das mit der Batterieladungsreichweite noch bis zum Dings. Ja, das denke ich auch. Zum Hauptbahnhof? Da schauen wir noch. Das mit Sicherheit. So, wenn da nicht eine Meldung käme. Ich denke bei solchen Meldungen kurz immer, jetzt ist Ende. Ja, ist aber nicht. Ist aber nicht. Ist aber nicht. Moin. Hallo. Moin. Die Oma Erna. So. Ach, nee, jetzt stehen wir hier auch noch an der Bus... Oh, wir haben grün. Die ist immer, nee. Tödlich, die Stelle hier. Schnell rüber. Die fahren einen hier, wo die Straße zweispurig wird, immer ganz gerne rein. Ja. Verstehe ich gar nicht. Wenn man da so drüber kreuzt, dann ist das kein Wunder. Hä? Was du? Ich mach nix! Alter! Funktioniert ja hervorragend, das Lenkrad. Das ist unheimlich gut. Ich glaube, da muss ich nochmal dran. Ach Gott, ey, wir müssen die Aufnahme jetzt vom Wochenende. Wir haben ja nicht mal Wochenende, das ist ja blöde. So timen, dass wir die nicht, dass ich die nicht unbedingt erleben muss. Ja, das machen wir das nächste Mal. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Next time. Genau. So. So. U-Bahn Gänsemarkt. Wo war das? Da habe ich eine zu weit geschaltet. Wir sind jetzt erst am Stephansplatz. Ja, genau. Gänsemarkt kommt ja erst noch. Guten Tag. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Gucken wir doch mal. Hier steigen wieder ein paar aus. Hier kommen wieder ein paar rein. Stephansplatz. Da ist die Postbank. Postbank. Boah, nee, ist das schön hier. Ich finde Hamburg auch wirklich eine richtig schöne Stadt. Was ich zwar nicht so cool finde, ist, dass die bei den Solobussen ganz gerne jetzt nur noch 3 Türer bestellen, aber ansonsten finde ich Hamburg mir wirklich eine schöne Stadt. Ja, du kannst ja nicht alles haben, weißt du? Nee, kann ja nicht alles haben. Wann darf ich denn eigentlich fahren? Wenn die rot haben, ne? Ist grün. Ach nee, ich hab grün. Ja. Du darfst. Ich darf. Mhm. Ui. Und hier muss ich halten. Ja, aber du musst ganz rechts rüber, sonst kommst du nicht an die Haltestelle. Also jetzt, genau, auf die Spur. Ganz rechts rüber nicht. Natürlich. Ganz rechts rüber nicht, dann biege ich ja rechts ab. Dann fahren genau. Wir jetzt, so, wir fahren jetzt noch die 688. Genau, machen wir jetzt in einem Schritt so, zack, einmal abbiegen und zack. Fertig. Die fährt zwar tagsüber gar nicht. Egal, wir aber warten. Machen wir. Wir warten in real life, real time. Genau, wir warten in real time. Let's play the line. Ja. Boah, wir haben es 2:30 im Spiel, also let's play the line. Ja, ne? Ist 8-9 Stunden. Ach komm, jetzt kannst du grün werden. Du hast auch keine Geduld, ne? Nee. Nicht bei roten Ampeln. Jetzt hätte eigentlich sein müssen, dass ich die verpenne. Das wäre eigentlich so typisch Julian gewesen. Ja, erst Druck machen, ne? Und dann verschlafen. Erst Druck machen, dann verschlafen. Liegt das jetzt an meiner. Ach so. Ja, das lag an meiner Verbindung. Oder was an der denn? Verbindung. Hm? Das ist gerade kurz gestoppt. Ach nee, an deiner Verbindung liegt das nicht. Kann das nicht liegen. An der Verbindung. So.
Hallo. Steig. Sibirien. Sibirien. Die Heizung an. So. Ja. Ich habe gewartet, dass der Bus mir die frei. Nein. Der fährt hier rein. Hat er nicht? Nee, also du fast. Gut. Gewartet, hast du aber Schwein gehabt. Gewartet, dass der Bus mir die Freigabe gibt, dass ich fahren darf. So. Und S-Bahn Jungfernstieg. Please exit here for Alster Boat Trips. Rathausmarkt. Nee. Nicht Rathausmarkt. Jungfernstieg. Guck mal, hier ist ja im Real Life, ne? Eigentlich das ist doch hier Bierhaus, jetzt. Oder was? So eine große U-Bahn-Haltestelle, ne? Wo bist du jetzt? Hier, Jungfernstieg. Ja, aber nee. Nee, warte mal. Nicht. Das ist hier. Sagen. Das da. Ist hier. Da. Ja. Und in dem Haus ist jetzt was anderes drin. Ja, der Apple Store. Genau. Ja. 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 Ja, ist grün. Ja, ich weiß gar nicht, von wann ist denn Hamburg? Oder ich welchen glaub, Stand 2005 von Hamburg? Könnte das sein. Das ist nämlich auch noch, ich meine, als Standarddatum wäre 2005, weil es muss auf jeden Fall nach dem 01.01.2002 sein, weil es gibt schon Euro standardmäßig auf der Karte. Ja gut, das stimmt. Aber es fahren noch N1er, also kann die auch nicht zu neu sein. Außerdem... Bei den 2001. Außerdem, ne, ist halt ja noch, sag schnell. Ja, sehr schnell. Da habe ich vergessen. Ach ja, genau. Auf der Reeperbahn steht zum Beispiel, stehen da auch noch nicht die tanzenden Türme. Das stimmt, ja. So, und die stehen ja mittlerweile da. Die sind ja, glaube ich, auch schon eröffnet. Oder eröffnen noch. Sehr bald. Die eröffnen noch. Die tanzenden Türme. Wieso, das Hotel ist ja schon auf. Ach, die sind schon offen. Ja, schon lange. Dann haben die schon eröffnet. Ja. War klar. Es hat ja nicht. Wie nicht? Guck mal, das ist ein Stadtrundfahrtbus. Du fährst immer nur die 109, ne? Deswegen weißt du das nicht, ne? Ich fahre die 688, aber hier in Omsi sind die ja noch nicht eröffnet. Da sind die ja nicht mal gebaut. Nee. Tanzende Türme. Also, du meinst, im Real Life würde ich immer nur die 109 fahren. Ich bin auch durchaus genau, in Hamburg mal weißt, später unterwegs. Türme, schon eröffnet sind. Ich war auch schon auf der Reeperbahn. Also August 2012 sind die eröffnet worden. St. Pauli, die Haltestelle, bin ich auch schon gefahren. Die Tango-Türme. So, Rathausmarkt. Und gebaut wurden die von 2009 bis 2012. Hallo! Hallo. Moin! Moin! Ja, das Rathaus ist auch cool, ne? Das Rathaus, eigentlich ist so ziemlich alles an Hamburg cool. Ja, also fast alles, ne? Ja. Ja. Finde ich auch. Nur, dass die Leute da quer über die Straße gehen, finde ich nicht so cool. Ja, die wollen halt rüber, ne? In die Europapassage, die hier übrigens auch noch nicht steht. Tja, die kam ja auch noch später, ja. Ne, die ist ja jetzt eigentlich hier links. Da, auf der Ecke. Müsste die sein. So, um den Dreh. Die Europapassage. Guck lieber nach vorne. Ja, würde ich, aber um sie. Also. Ja. Jetzt doch nicht der Chip. Nein. So nein, kurz nein. Vor Ende. Nein. Stürzt uns jetzt hier nicht ab. Ey, nicht zwei, nicht drei Haltestellen vor Ende. Das weiß man ja nie. Ja, weiß man nie, aber will ich nicht hoffen. Nee, ich auch nicht. Doch doof, wenn das passiert. Gerhard Hauptmann Platz. Hab ich den schon durchgesagt, den Gerhard Hauptmann Platz? Ja, habe ich sogar schon. Das konnte ich leider nicht hören. 8,3 Minuten Verfrühung. Die Fahrpläne sind sehr großzügig in Hamburg. Weich. Für Weicheier. Sachte. Sachte zum Chillen. Ja, oder so, genau. Oder halt genug Platz, dass wenn so ein Hybridbus mal wirklich Exitus macht, dass die Leute trotzdem noch pünktlich ihren Bus bekommen, weil die dann direkt den nächsten parat haben. Ja, wer weiß, ne? Wer weiß. Ich weiß ja nicht, wie die Hochbahn denkt.
Ist hier links eigentlich in den Dingen noch McDonald's oder Burger King drin? Irgendwas war doch da drin, oder ist das jetzt so ein Backhaus? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, McDonald's ist da aber immer noch. Ja? Hm. Ist der drin? Meine ich. Fand ich immer faszinierend, im kleinen Ding da. Hier rechts ist so ein Kaufhof. Ist der jetzt eigentlich hier auch schon da? Ich meine, der war doch auch da. Ja, da ist er schon. Der war schon da. Der war schon immer da. Genau wie der Saturn. Der Saturn war auch schon da. Ja. Ne? Da, Saturn. Ja, Saturn. Mit dem richtig Mega. Geilen Parkhaus, mit diesem Mega Saturn. Blauen Beleuchtung und so. Und Kastelsport war auch schon da. Mit der Probe- oder Tennisanlage auf dem Dach, wo man die Sachen golfen kann und so. Geil. Damit du alles immer ausprobieren kannst. Bitte, hast du kaputte Mar? Türstörung hatte ich. Hast du kaputte Mar? Musste ich kurz einmal den Nothahn drehen, damit ich weiterfahren darf. Hat er kaputte Mar, der Julian? Habe ich nichts kaputte Mar. Also einfach kaputte Mar. Ich weiß gar nicht, warum ich hier Hilfsfeile anhabe. Eigentlich kann ich hier auswendig die Linie. Ja, anscheinend ja nicht. Warum hast du eigentlich die Hilfsfeile an? Weiß ich nicht. Eigentlich kann ich hier auswendig die Linie. Please change here for Central Station. Hm. Aber ich würde gar nicht erst bis zum Zopf fahren, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich fahre bis hier vorne, auf der Brücke. Ja. Brücke ist ja mein Endpunkt. An der Brücke? Nicht am Zopf? Ja. Ich glaube hier. Ja. Wenn hier sicher? Die Fahrplanauswertung kommt, dann ist es hier. Bist du ganz, ganz sicher? Ja, bin ich ganz, ganz sicher. Hm. Wir ballern dem jetzt ja drauf hier. Ja, genau. Hier, wenn ich hier stehe, ballert mir sowieso immer die KI drauf. Ist echt faszinierend. Bremsen! Ja, alles gut. Ich hab das doch im Griff. So. Ja. Fahrplanauswertung viel zu früh und zwei Unfälle. Cool. So, zack. Naja, kann passieren. Der Motor aus. Hybridsystem Stopp. Achtung. Stromabnahme vor dem Zündschloss. Ja, ist gut. So. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ihr habt es geschafft. Für den ersten Teil. Der Carsten ist natürlich wie immer in der Beschreibung verlinkt. Im zweiten Teil. Im zweiten Teil. Da ist der Carsten. Ich sage danke fürs Zuschauen und in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss.